Hi Leute, ich habe heute für euch nochmal eine kleine Review. Und zwar habe ich jetzt vor ein paar Tagen eine Serie geschaut, die ziemlich kurz ist. Also die hat insgesamt gerade mal 4 Folgen und die gingen jeweils auch beide nur alle 4 20 Minuten. Also es war wirklich eine ziemlich kleine Serie dafür, dass sie aus Südkorea kam. Genau, und diese Serie hieß Twenties oder 20 Years Old. Also 20-S, 20s. Dafür, dass diese Serie sehr kurz war, fand ich die Geschichte an sich oder den Sinn an dieser Serie sehr gut rübergebracht und nee, vielleicht ein bisschen wie soll ich sagen, zu untertrieben, würde ich mal sagen. Ja, es hat den Kern ausgesagt, sagen wir so. Ich stelle euch jetzt nur die zwei Hauptcharaktere vor. Und zwar haben wir da einmal Leaky Wang. Und ja, er ist Schauspieler und gleichzeitig auch Sänger. Oder beziehungsweise ich weiß nicht, ob er jetzt noch in anderen Serien mitgespielt hat oder so. Ich weiß nur, dass er jetzt in dieser Serie mitgespielt hat. Und zwar ist es der Sänger oder ein Sänger von der Boygroup Beast. Und er hat sich in der Serie sich selbst gespielt, also den Sänger von Beast oder einen Sänger von Beast. Und dann kommen wir noch zu ihr, zur Lida. Also sie heißt jetzt als Schauspielerin Lida. Und in der Serie hat sie Kim Hye-rim gespielt. Und ja, diese zwei waren zusammen auf der Mittelschule oder auf der Highschool. Was hat das sie denn gesagt? Genau, und dort waren die beiden ein Paar. Und da hat er schon viel mit Musik gemacht und so. Und ja, jedenfalls waren die da beide lange Zeit zusammen und hatten auch zusammen ihren ersten Kuss. Also ihren ersten richtigen Kuss. Und leider haben sie sich danach auch gleich wieder getrennt, weil er etwas aus Versehen berührt hat, was er eigentlich gar nicht wollte. Und ganz ehrlich, man hat es ihm angesehen, dass er das wirklich nicht wollte, dass das irgendwie aus Versehen oder reflexartig hört sich jetzt sehr pervers an, aber ja, also irgendwie. Ich habe es ihm schon geglaubt, dass er das nicht mit Absicht gemacht hat, aber ich kann auch verstehen, warum sie da so wütend geworden ist und dann sozusagen vor ihm weggerannt ist. Also sie ist nicht gerannt, sondern die waren zusammen in einem Bus und haben Musik gehört, so Stöpsel und Stöpsel, und haben sich dann geküsst. Und als das dann halt passiert ist, als er sie halt hier so schön an der Oberweite berührt hatte, ist sie dann sozusagen sauer gewesen oder eingeschnappt oder was weiß ich. Und jedenfalls ist sie dann aufgestanden und hat ihn dann aber halt noch vorher angeschaut, wie so, was soll das? Und dann hat er so gesagt, oh Gott, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Also er hat sich entschuldigt und hat gesagt, es würde ich nie tun und so weiter und so fort. Und sie hat es ihm aber nicht wirklich geglaubt oder wollte es ihm nicht glauben, keine Ahnung. Jedenfalls war es dann so, dass sie dann ausgestiegen ist aus dem Bus und er ist dann halt einfach nur so, oh mein Gott, nein, steig nicht aus, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, und ist dann halt so am Fenster geklebt und halt so, nein, bitte komm wieder rein, und dann fährt der Bus weiter. Jedenfalls, sie hat das auch nicht ganz kalt gelassen, weil sie dann auch wie so auf den Boden gefallen ist und sozusagen geweint hat und er dann auch, aber dann erst später. Und jedenfalls hat sie ihn dann angefangen zu ignorieren und ja, also hat ihn eiskalt abblitzen lassen. Und es gab auch keinen richtigen Schlussstrich, also sie haben nicht nochmal miteinander gesprochen. Er hat zwar versucht, mit ihr zu reden und sonstiges, aber sie hat vollkommen dicht gemacht. Also für sie war das ein totales No-Go. Ja, jedenfalls sind dann die Jahre vergangen, dann war sie endlich 20, oder sie ist jetzt 20 geworden, hatte dann auch einen neuen Liebhaber. Also naja, beziehungsweise war in ihn verknallt und der war halt in ihrer Clique, sagen wir es mal so, und war halt auch in ihn verknallt. Und eines Tages, als sie mal Party machen waren mit ihren anderen Freunden und so, hat er sie dann sozusagen
genommen, beziehungsweise hat ihr halt angeboten, spazieren zu gehen und so. Und er wusste anscheinend, dass sie für ihn schwärmt und ja. Jedenfalls sind die beiden dann spazieren gegangen und er hat sie dann anscheinend, ich weiß nicht, ob es das war, aber ich denke mal schon, dass es das war, und zwar in so ein Love Hotel gebracht, weil in Korea oder in den asiatischen Ländern gibt es ja solche Hotels extra dafür. Und ja, und sie hat das natürlich erkannt und sie wollte ja dann aber nicht, auch wenn sie in den Typen verknallt war, und ist dann vor ihm weggerannt. Auch wenn er sich dann später entschuldigt hat, aber so richtig verarbeitet hatte sie das nie. Natürlich, ich kann mir schon vorstellen, dass das wehtut, wenn man in jemanden verknallt ist und der dann nur das eine will, und ja. Ja, jedenfalls war es dann so, dass ihre beste Freundin, weil sie lebt mit ihrer besten Freundin, so jetzt hat, zusammen in einer Wohnung bzw. in einem Haus, und die kennen sich auch schon länger, und ihre beste Freundin ist ein riesengroßer Fan von der Boygroup Beast. Ja, und natürlich weiß Kim Hyerim davon, dass ihr Ex in der Boygroup ist. Das weiß sie natürlich, hat ihrer besten Freundin aber nie was davon erzählt. Und jedenfalls hat ihre beste Freundin sie mal auf ein Konzert damit hingeschleppt, und so haben sie sich halt zufälligerweise wieder getroffen. Ja. Und dann ist halt wieder der Kontakt aufgebaut worden, und da im Laufe der Folgen konnten sie sich dann auch aussprechen. Also sie fand das nicht toll und hat dann auch vor ihm geweint, und er hat sich bei ihr dann nochmal entschuldigt und auch ehrlich und aufrichtig und sonstiges. Und jedenfalls war es dann so, dass die beiden sich dann wieder geküsst haben. Und sich halt dann wieder ineinander verliebt haben. Und ja, leider gab es da halt nur das Problem. Und ich glaube mal, dieses Thema, dieses Problem war der Hauptakt dieser Serie. Und zwar, dass er ein Star ist. Und sie ein Normalo. Und die beiden sind zusammen. Und jeder normale Mensch weiß, dass wenn jemand in einer Boygroup ist und mit einem normalen, durchschnittlichen Mädchen oder Typen, je nachdem ob Boygroup oder Girlgroup, zusammen ist, dann kann man sich schon sehr gut vorstellen, was da für ein Shitstorm losgehen wird. Ja, und genauso war das dann auch in der Serie. Die beiden sind zusammengekommen, haben das natürlich am Anfang verheimlicht und mussten auch auf heimlich tun. Und das hat sie auch ihrer besten Freundin verheimlicht, dass die beiden zusammen sind. Und ja, jedenfalls, es wusste eigentlich nur die beiden, seine Firma, wo er halt unter Vertrag ist. Ich glaube, nicht mal die Bandmitglieder wussten davon. Und der Manager hat dann aber halt gesagt, dass sie es noch geheim halten soll, weil es gerade keine gute Zeit für die Band ist, das zu sagen und bla bla bla. Und jedenfalls kam es dann doch hart auf hart, obwohl sie es immer verheimlicht haben und sonstiges, weil sie durfte ja auch niemandem erzählen, dass sie mit ihm zusammen ist und so. Und musste dadurch halt auch ziemlich oft lügen. Und wie es kommen musste, war es dann so, dass an ihrem Geburtstag die beiden halt sich getroffen haben, und die Reporter eigentlich vom Manager abgelenkt werden sollten, was aber nicht wirklich funktioniert hat, und die beiden dann doch erwischt wurden. Ja, das war schon ein Riesenschock, weil er dann wirklich abrupt ihre Hand losgelassen hat und sozusagen nicht mehr zu ihr gestanden hat, sondern gesagt hat, wir sind nur Freunde, wir sind nicht zusammen und sonstiges. Also er stand einfach nicht zu ihr. Und zum Teil kann ich das ehrlich gesagt auch verstehen. Und jedenfalls war es dann so, dass es natürlich ein Riesendrama gab. Das stand dann sofort auf überall, in jeder Internetseite, plötzlich in allen Zeitungen, gleich innerhalb von Sekunden war das öffentlich. Da natürlich hat es dann auch ihre beste Freundin rausgefunden.
Und die war dann natürlich stinksauer auf sie, hat sie dann ignoriert, ist ausgezogen. Dann war sie ganz allein in der Schule, wo sie war, weil sie Studentin war. Also die ging auf eine Uni, wurde sie auch die ganze Zeit gemobbt und runtergemacht und so beleidigt mit, boah, du bist voll die hässliche Schlampe, sie ist so rücksichtslos und so weiter und so fort. Also die wurde aufs Übelste beschimpft und alles. Und dann musste sie halt echt damit lernen, klarzukommen. Und dann hat er sich halt auch nicht mehr bei ihr gemeldet, eine Zeit lang. Und dann hatte sie ihn so zum Teil schon wieder losgelassen und wieder weg. Und genau in dem Moment meldet er sich wieder. Also versucht verzweifelt, sie zurückzugewinnen und sonstiges. Klopft immer an ihre Tür, aber sie tut halt so, wie jetzt aber nicht da ist. Also ignoriert ihn total. Und ließ ihn halt nicht rein, antwortet nicht auf seine Anrufe und so weiter und so fort. Ja, währenddessen er da halt gekämpft hat und dann auch irgendwann aufgegeben hat, hat sie sich dann wieder mit ihrer Freundin wieder versöhnt. Also irgendwie weinend versöhnt. Also die beiden sind sich weinend dann in die Arme geflogen und dann so, es tut mir leid, nein, mir tut es mehr leid. Nein, mir tut es am allermeisten leid und so weiter und so fort. Ja. Und bei ihm war es dann halt so, dass sie ihre Freundin sie halt auf ein Konzert mitgenommen hat. Also die Freundin hat gesagt, du musst nicht mit, wenn du nicht willst. Und sie hat dann gesagt, doch, ich denke schon, dass ich jetzt bereit dazu bin, weil in der Zeit sind Monate vergangen. Und dann waren sie halt bei dem Konzert und dann hat er ein Lied für sie gesungen, beziehungsweise ein Lied gesungen, was die beiden verbindet. Also diese beiden, das war ein Lied, was er angefangen hatte zu schreiben, als die beiden noch in der Mittelschule zusammen waren. Und ja, das hat er dann gesungen und hat sie dann auch im Publikum gesehen. Und sie hat geheult wie ein Schlosshund und ja. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, ob sie wieder zusammengekommen sind oder nicht, aber ich denke mal, das kann man sich denken. Also ich spoilere jetzt einfach mal drauf los. Also Achtung, Spoiler, ja, sie sind wieder zusammengekommen. Ich fand es irgendwie voll süß. Also sie hat dann auch gesagt, dass sie es trotzdem noch geheim gehalten haben. Also mittlerweile war dann auch wieder Silvester und also ja, sie haben es dann geheim gehalten für eine Zeit, aber dann sind sie auch damit in die Öffentlichkeit gegangen und er wollte mit ihr in die Öffentlichkeit. Also er hat dann auch durch die ganzen Menschenmengen, die um ihn rum waren, geschrien, sie ist meine Freundin, ist sie nicht wunderschön? Das fand ich irgendwie mega süß. Ich fand die Geschichte an sich, die Serie an sich, die Schauspieler und vor allem, wie sie das rübergebracht haben, war gigantisch. Also dafür, dass es nur so eine kurze Serie ist, muss ich ganz ehrlich sagen, top. Also es ist jetzt nicht so unbedingt Top 1 Favorit, weil wie gesagt, es ist immerhin ein Drama mit Romance. Comedy, war Comedy dabei? Ja, so ein bisschen kann man schon sagen, dass da Comedy dabei war. Aber ansonsten war das Thema eigentlich ziemlich ernst, würde ich mal sagen. Also jetzt nicht übertrieben ernst. Also es gab schon ein paar Szenen, wo man lachen konnte oder sich gedacht hat, oh nein, bitte nicht. Aber gut, also ich würde jetzt mal auf alles, also auf Geschichte, Musik, Schauspieler und wie heißt das nochmal? Und Szenenbild. Ich bin jetzt einfach mal Szenenbild. Alles in allem würde ich eigentlich 4 Sterne verteilen. Also das, man kann es schauen, es ist empfehlenswert, weil man den Sinn der Serie auch versteht, eigentlich ziemlich schnell versteht und kapiert. Und ja, also eigentlich würde ich die Serie jedem Teenager empfehlen, der gerade sowas ähnliches durchmacht, der sich zum Beispiel in einen Fan verknallt, in einen Star verknallt hat und so. Und ja, damit der mal realisiert, was da eigentlich es für Probleme gibt und sonstige Probleme geben könnte und so. Und deswegen möchte ich jetzt auch noch mal ein Thema ansprechen. Ich habe nämlich ein wunderbares Beispiel für euch. Das war es jetzt auch schon mit diesem Video, mit dieser kleinen Kurzreview, langer Rede, kurzer Sinn und einem kleinen Beispiel dieses Sinnes, des Sinnes dieser Serie. Also, ja, ehrlich, nein.
Also ich empfehle die Serie wirklich jedem Jugendlichen, der viel mit Stars zu tun hat und sehr viel von einem Star schwärmt oder von einer Group schwärmt oder sonstiges, dass er sich nicht in diejenigen verliebt oder sowas. Also ja, also wie gesagt, die Serie hätte man eigentlich auch in einen Film verfassen können. Das wäre vielleicht ein bisschen sinnvoller gewesen, aber gut, war an sich trotzdem gut. Diese Serie gab es mit nicht vielen Untertiteln. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, wie viele Untertitel gab es da. Also bei meinem jetzigen gibt's 30. Ich dachte, es gab nur 5. Nee, ich glaube, es gab 13. 13 Untertitel. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, es gab 13 Untertitel. Darunter Deutsch und Englisch. Gut, okay, dann war's das jetzt. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.